Also wir verlieren natürlich auch viele Besucher. Ich meine, 5 Millionen Menschen kommen nach München. Und das ist natürlich eine Risikogruppe, verstehe ich auch irgendwo. Aber alle Feste abzusagen, weiß ich jetzt noch nicht, ob das richtig ist. Ja, wenn man die Hygienevorschriften einhält und die Abstände einhält und belegt man halt die Zelte nur halb, wird ja auch funktionieren. Aber das ist in der politischen Verantwortung, nicht in meiner. Wir wollen natürlich als Unternehmer, Gastronomen und Eventmenschen und Manager, wollen wir natürlich, dass es weitergeht, dass das Leben zurückkommt und dass wir sind keine Leugner. Es sind einige mit, auch meine Kunden, die sagen, also sie wollen das alles schon einhalten, sie sehen das auch richtig, aber wir wollen natürlich auch irgendwie wieder ein normales Leben führen. Und dazu gehört eben auch in München die Wiesn. Das ist einfach ein Bestandteil von München. Aber am Ende wollen die Leute natürlich auch mal wieder ein bisschen das Bayerische in ihren Blutadern spüren. Machen. Ich meine, Sie haben ja gesagt, wenn alle geimpft ist, dürfen wir wieder raus und dürfen uns wieder sehen. Das wäre doch mal wieder was. Ich finde, es ist ein Verrat von unserem Bürgermeister, wenn die Wiesn nicht stattfindet. Ja, wir sind schon sehr traurig, weil wir sind immer sehr gerne hingegangen und dann freuen wir uns auf die Wiesn 2022. Das muss man einfach nicht haben, aber ich habe keine Blicke.